Ja, schon Leute, ich bin's wieder, Triuban. Ich habe mal wieder einen Wunsch bekommen, worüber ich ein Video machen kann. Und zwar von Ninja Hero. An dieser Stelle vielen Dank. Schaut auch mal in seinem Channel vorbei. Link mache ich wahrscheinlich unten in die Box. Ja, ich sollte heute mal meine Gedanken zum DSI oder DS machen. Es soll quasi so ein bisschen eine Entscheidungshilfe werden, wo ich die einzelnen Hardware-Modelle abwäge und darüber rede, was für oder gegen sie spricht. Ich denke mal, das ist zum jetzigen Zeitpunkt ist es nicht mehr ganz leicht, sich das richtige Modell zu kaufen, da es viel zu berücksichtigen gibt. Ja, fangen wir mal an mit dem Grundmodell. Den ursprünglichen DS, der hat für mich eigentlich nur noch einen Vorteil oder eine Berechtigung. Und zwar, wenn man sich jetzt sagt, hey, ich möchte unbedingt jetzt mal noch mit DS anfangen und ich weiß auch, bald kommt der 3DS raus, ich will nicht mehr so viel Geld ausgeben, da der 3DS ja auch abwärtskompatibel ist, nur habe ich auch keine Lust mehr zu warten. Dann ist der DS das Beste, würde ich sagen, weil ja, man kriegt den schon für 60 € oder so. Also im GameStop verkaufen den zum Beispiel gebraucht für 60 €. Also da kann man sich sehr günstig irgendwo vielleicht mal ein Schnäppchen machen und dann wäre das vielleicht das Richtige. Ansonsten würde ich den nicht empfehlen, da der auch nur über die Wii ins Internet gehen kann als einziges Modell. Ja, ansonsten sollte man sich fragen, DS Lite oder DSi? Der DS Lite wird ja langsam auch günstiger. Für ihn spricht, dass er halt schon WLAN hat, das ist klar. Und dass er halt auch im Gegensatz zu dem Nachfolger halt auch noch den großen Vorteil hat, Abwärtskompatibilität. Also jemand, der die Abwärtskompatibilität nicht anders abdecken kann, der nicht noch irgendwie ein Game Boy Advance SP zu Hause hat oder vielleicht kein GameCube, Gameboy Player hat oder sowas. Für den ist das natürlich eine feine Sache. Der deckt quasi mit einem Modell sozusagen alle bisherigen Handheld-Nintendo-Spiele ab. Das ist für mich eigentlich dann noch so die große Stärke. Ja, dann kommen wir zum DSi. DSi, interessante Geschichte. DSi ist das Modell, womit ich damals gestartet bin. Ich habe den mir damals, also ich habe damals lange überlegt, soll ich mir ein DSi oder ein DS Lite holen? Ich sprach so ein bisschen einmal klar Abwärtskompatibilität gegen halt die neuen Kamera-Features, wo ich dann gedacht hatte, dass vielleicht mal DSi-spezifische Spiele rauskommen. Ja, ich denke, der Zug mit den DSi-spezifischen Spielen, der ist so ein bisschen abgefahren, weil jetzt bald einfach der neue DS rauskommt und also der 3DS rauskommt. Ich denke, da wird sich nicht mehr so viel tun. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, hat der normale DSi für mich eigentlich kaum noch eine Daseinsberechtigung. Klar, ein gro wirklich großer Vorteil von den DSi-Modellen ist natürlich der DSi-Shop. Da gibt es ein paar verdammt coole Spiele. Die sind auch teilweise recht günstig. Ich meine, ich bin nicht so der Download-Freund, weil ich will halt lieber was in der Hand haben. Aber für Leute, die das mögen, das sind teilweise wirklich komplette Vollpreisspiele, die man sonst im Laden kaufen kann. Also ich habe da zum Beispiel schon Bomberman DS oder so gesehen, das kostet dann da mal gerade 500 Punkte. Klar, das ist vielleicht für den einen oder anderen ist das ein Vorteil. Für mich ist es halt, wie gesagt, aus sammlerischer Sicht nicht so interessant. Die Kameras, ja, auch hier ist wieder die Frage, ne, braucht man das? Ich muss ganz ehrlich sagen, mit den Features, ich habe da ein paar Mal mit rumgespielt. Ich finde es ganz witzig, dass du quasi zum Beispiel ein Foto von dir machen kannst und kannst dann quasi noch eine Mario-Mütze und Mario-Bart draufsetzen, sodass du dann so quasi dich so aussiehst wie Super Mario. Das sind so Spielereien, die sind witzig, aber ob man das wirklich braucht, ist eine andere Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man DSi haben will, dann würde ich fast schon eher zum DSi XL raten. Ich bin ja auch umgestiegen. Ja, denn hier hat man wirklich noch einen richtig praktischen Mehrwert und zwar die Bildschirme.
Die Bildschirme waren für mich der Kaufgrund. Wieso habe ich das gemacht? Gut, bei mir ist es jetzt nochmal so der spezielle Fall. Ich bin halt kurzsichtig, habe halt nicht so gute Augen. Für mich ist es wirklich rein vom, ich sag mal, angenehmeren Spielen sind die großen Bildschirme schon wirklich ein Vorteil. Also ich merke das, meine Augen sind nicht so angestrengt nach einer Zeit. Also vor dem Hintergrund ist es schon was anderes. Auch das Spielerlebnis ist in meinen Augen wirklich ein ganz anderes nochmal durch die großen Bildschirme. Also ich habe da so einige Beobachtungen gemacht, die ich da mal kurz jetzt im Folgenden aufzählen möchte. Bei Final Fantasy, das war das erste Spiel, was ich auf dem DSi XL ausprobiert habe. Und zwar ist es ja so, die Bildschirme sind größer, aber die Pixelanzahl ist gleich geblieben. Das heißt, faktisch gesehen, jeder Pixel hat auf den Bildschirmen mehr Platz. Das war ja mal das Hauptkontraargument von dem DSi XL. Die Spiele sehen verpixelter aus. Also habe ich mir Final Fantasy 4 geschnappt. Das war für mich sozusagen das Kaufargument, ob das darauf gut geht. Bevor ich den DSi XL dann wirklich gekauft habe, habe ich im Laden es mit Final Fantasy 4 ausprobiert. Ich dachte mir, das Spiel hat halt eine komplette Echtzeit-3D-Grafik, wenn was verpixelt aussieht, dann bei so einem Spiel. Und ja, hab's ausprobiert und muss sagen, es sieht wirklich ziemlich gut aus. Also ich habe da nichts von verpixelt gesehen, weiß ich nicht. Ich bin vielleicht auch nicht so das Adlerauge, aber ja, mir hat es sehr gut gefallen. Durch das Einfach dadurch, dass es größer ist, wirkt so ein Spiel, gerade sowas wie Final Fantasy, das viele Cutscenes hat, wirkt einfach besser. Ich weiß auch nicht, also ist einfach für mich ein positiveres Spielerlebnis. Was kann ich denn noch sagen? Was hat sich noch verändert? Ja, Phoenix Wright habe ich natürlich dann auch mal ausprobiert. Bei Phoenix Wright ist es wirklich sehr angenehm. Klar, da sind die Figuren, die Bilder sind vielleicht ein bisschen gröber. Das muss ich zugeben. Aber was natürlich allein dadurch in meinen Augen doppelt wieder ausgeglichen wird, ist, dass die Schrift einfach um einiges größer ist und ja, sich das Ganze dadurch viel angenehmer liest. Mario Kart möchte ich noch kurz erwähnen, als mein einziges Rennspiel, das ich habe. Da fand ich es sehr angenehm, also oder was ich positiv bemerkt habe, durch die größeren Bildschirme ist da irgendwie so ein Geschwindigkeitsgefühl eher entstanden bei mir. Und ja, abschließend möchte ich eigentlich sagen, wenn ihr euch Spiele für Spiele interessiert auf dem DS, die mit Anime-Zwischensequenzen halt vollgestopft sind. Also klassisches Paradebeispiel Professor Layton. Anime-Zwischensequenzen kommen auf den größeren Bildschirmen schon um einiges besser. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Also wie gesagt, vor dem Hintergrund hat der DSi XL für mich eigentlich die größere Daseinsberechtigung. Man muss natürlich auch jetzt immer schauen, wie eure persönliche Ausgangslage ist. Also habt ihr noch gar keinen DS? Oder habt ihr schon irgendein DS-Modell? Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt noch ein DS oder DS Lite habt, da würde ich eher sagen, wartet erstmal den 3DS ab. Habt ihr noch gar kein DS-Modell, dann würde ich sagen, entweder macht ihr es total günstig, also dass ihr euch den normalen DS oder DS Lite holt, um so günstig wie möglich, sage ich mal, wegzukommen, weil eventuell halt irgendwann dann der 3DS euch auch interessiert. Und der ja dann vielleicht eher interessant sein dürfte. Oder die andere Möglichkeit, auch wenn sie bitter ist, ich bin da auch nicht so der passende Typ für, ist erstmal abzuwarten. Wartet den 3DS vielleicht mal ab, wenn ihr noch so viel Geduld habt und schaut dann. Kann ja sein, der 3DS sagt euch überhaupt nicht zu vom Launch-Angebot, also von den Launch-Titeln und so. Und ihr sagt, mein Gott, ich kaufe mir lieber erstmal einen günstigen DS. Auch das wäre natürlich, also dann habt ihr zwar klar ein bisschen Zeit verloren sozusagen, aber dafür werden natürlich die Preise der normalen DS-Modelle ja auch nochmal sinken, wenn der 3DS da ist. Also ich denke mal, das gleicht sich dann wieder so ein bisschen aus. Also abschließend, wie gesagt, ist nicht so ganz leicht oder einfach zu sagen, was man sich da jetzt zulegen soll. Ich würde sagen, wenn man noch gar keinen DS hat, dann würde ich sagen, entweder DS oder DS Lite, um so günstig wie möglich zu bleiben. Oder abwarten auf den 3DS. Oder sagen, wenn man eh schon weiß, weil der 3DS hat natürlich nicht, wird nicht so große Bildschirme haben.
dann den DSi XL kaufen, weil der hat auf jeden Fall einen Mehrwert und wird, sage ich mal, auch nicht sinnlos dadurch, wenn man dann irgendwann mal ein 3DS hat. Weil meine DS-Spiele würde ich schon weiter auf dem DSi XL spielen. Wegen den größeren Bildschirmen. So, das war jetzt alles unheimlich viel. Ich hoffe, ihr habt das irgendwie, konntet meine Gedankengänge nachvollziehen. Und ja, würde mich freuen, wenn ich euch ein bisschen helfen konnte damit. Und ja, würde sagen, bis zum nächsten Video, euer Trioman.